So, jetzt hat sich der von der Brücke gedreht. Und wir werden jetzt die Skelette hier. Skelette, keine Ahnung, so was in die Richtung halt. Irgendwie töten. So, jetzt kommt hier ein. Oh ja. So ein Kopf. Der. So, Skelett tot. So, hier kommen eine Stacheln raus, was ich so mitbekommen habe. Oh. Pyromanta lebt noch. Okay, er könnte ein bisschen weiter, ein bisschen näher kommen. Er könnte ein bisschen näher kommen noch, dann könnte ich. Vielleicht kommt er ja noch. Aua. Ich kann ihn noch nicht anvisieren. Aber vielleicht kommt er ja noch ein bisschen näher, dann kann ich ihn wirklich anvisieren, weil ich will nicht unbedingt, dass das Skelette. Ja, das wird so, glaube ich, nicht. Okay, so. Jetzt müsste er gleich was casten. Oder auch nicht. Dann casten wir. Ja, das war nichts. So, casten wir nochmal. Ja, und jetzt wären wir fast gestorben. So, ist das Flakon benutzen. So, gut. Sind wir dann eh gleich beim. Sind wir dann eh gleich beim nächsten Bonfire? Man könnte hier runterspringen, dann wäre man nämlich beim nächsten Bonfire. Ich gehe aber hier entlang. So, hier sollte man aufpassen. Ich glaube nämlich, dass man da links und rechts, zumindest links, also links und rechts runterfallen kann, wenn man da reinsteigt. Also Vorsicht. Wo man hinkommt, das weiß ich nicht. Das will ich aber jetzt auch gar nicht testen. Ja, da ist ein Skelett, das sich zusammenbaut. Ein Backstep. Und ja. So. So, wenn wir beim nächsten Bonfire sind. So, hier vorsichtig, da kommen Stacheln raus, ja. Wenn wir beim nächsten Bonfire sind, werde ich. So, die bauen sich ja auch wieder zusammen. Schön gemütlich. So, Backstep. Na, der hält einiges aus. So, der hatte. Ja, der war ein bisschen. Also ein bisschen, ja. Also beim nächsten Bonfire mache ich dann wahrscheinlich eine kurze, auch neue Pause. So, der war tot. So, und los geht's. Drauf, drauf, drauf. So, Backstep. Wenn er sich schon so schön herumrollt. Okay, so, Krieger. Seele Krieger. So, Moment, ich muss kurz eine Aufnahmepause machen. Jetzt schon, weil ich bekomme einen Anruf. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also, tschüss. So, da bin ich wieder. So, normal geht es jetzt dann hier. Eigentlich sollte es hier weitergehen. Dazu ist aber hier unten. Ja, da zwei ich nicht drauf. Das geht schon. Hier unten der Schalter, ja, das ist dann hier drinnen. Hier sollte eigentlich ein Nekromant sein. Kommt mir gerade. Eigentlich, ja. Okay, hier weiter. Geht zum Schmied. Da wollen wir noch nicht hin. Wir gehen jetzt wieder hier hoch. Ah nein, der nächste Pyromant kommt, also Nekromant kommt ein bisschen später. So, hier links. Und jetzt gehen wir da nach hinten. Zum Bonfire. Ah, da oben ist Patches. Hier das Bonfire werden wir betätigen.
Ich werde auch menschlich machen und werde da einen Zehner draus machen. Weil ich finde da, also manche sagen, das Bonfire ist, also das hier ist vielleicht blöd oder so. Ich finde das ganz praktisch. Also außer man möchte jetzt in einem durchrushen, dann ist das vielleicht nicht so praktisch, weil dann müssen wir den von da bis raus wieder durchgehen. Ich finde es nicht schlecht, ja, also mir gefällt's. So. Okay, ich weiß jetzt nicht, ich rede jetzt nicht mit Patches, ja, ich gehe da jetzt nach vorne. Da kommen normalerweise jetzt gleich Typen von unten runter, ja. Von oben. Sollten jetzt eigentlich. Nein. Also, Vorsicht, ja. Patches. Dreht die Brücke, wenn man circa bei der Hälfte ist, ja. Dreht er diese Brücke. Ich versuche jetzt Folgendes, und zwar möchte ich auf diesen Vorsprung da drauf, weil da kann ich mir eine Waffe holen, ja, die gar nicht so schlecht ist, ja. Dazu. Einfach so, ja. Oh. Jetzt. Dreht Patches die Brücke, ja. Wir gehen jetzt mal da rein kurz. So. Die Großsensen, da wunderbar, ja. Also da auch wieder nicht rein. So, jetzt hat Patches die Brücke gedreht. Nein, 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 nein. Es fängt schon wieder an. Also, Wahnsinn. Okay. Patches hat jetzt die Brücke gedreht. Autsch. So, wir werden da jetzt normalerweise, also ich muss jetzt mal schauen, wo meine Leiche liegt. Wenn sie unten liegt. Ja. Wenn sie unten liegt, ist es ein wenig bitter. So, da gehe ich jetzt nicht rein, sonst respawnen die da. Ich hoffe, es liegt da oben. Ich hoffe es, ja. Inständig hoffe ich es. Also hier irgendwo liegt. Ich hoffe es. Bitte, bitte lass sie. Nein, sie liegt wirklich da unten, ja. Sie liegt wirklich da, ganz unten, ja. Ja, ich kann da jetzt nicht. Ich kann da noch nicht runter, ja. Das. Eigentlich sollte sie da unten irgendwo liegen. Ich glaube halt, dass sie da unten liegt, also. Ja, ich sehe es nicht. Vielleicht liegt sie auch noch ein Stückchen weiter unten. Okay, ja. Hier liegt sie nirgends. Das ist ein bisschen sehr. Also, ich finde das jetzt sehr, sehr traurig. Es fängt schon wieder an. Ich gehe jetzt mal weiter. Also, weil. Ich will jetzt nicht unbedingt, ja, das sind jetzt ein paar tausend Seelen. Ja, bevor ich zum Boss gehe, eigentlich kann ich mir sie eigentlich wiederholen. Jetzt gehe ich mal zu Patches. Oh, well, how are you then? I sort of lost my way, yes. But when I came here, I didn't touch any levers. Ja, klar. No, not me. Very peculiar, isn't it? Ja. Wait, did something happen to you? Don't look at me like that. I'm Trusty Patches, the one and only. Everything's good with us, eh? Oh, come on, take it. Okay, ja. Seele, ja. We'll be wonderful friends. Ja. Ja, das glaube ich auch. Er hat auch einen schönen Speer in der Hand. Oh, does it really matter that much? Come on now, what exactly do you think I need? You're not making sense, my friend. Okay, ja. Also wenn man vorher mit dem redet, bevor man da über die Brücke läuft und fragt einen, ob man ein Kleriker ist, das sollte man auf jeden Fall mit Nein beantworten, wenn man Patches am Feuerlingsschrein haben möchte, ja. Mich hat er jetzt nicht gefragt. Ich gehe da jetzt wieder runter. Ich kann mir meine, also ich will mir jetzt, ich würde mir so gerne meine Seelen holen, ja, so gerne. Das Problem ist nur, wenn ich da jetzt runtergehe. Aua, aua. Ja, da falle ich hier gleich wieder runter, wenn es so weitergeht. Ich werde den Nebel da du durchschreiten. Und werde einfach, ja, da durchgehen. Ja, ich werde behutsam vorgehen. Wohl.
Nee. Also, ich hol mir meinen Seelen, ich gehe zum Schmied. Oder, nee. Nee, ich mach das hier. Ich werde schon überleben irgendwie. Auf eine Art und Weise werde ich schon überleben. Ja, ein bisschen behutsamer vorgehen. Da liegen ein paar tausend Seelen, die ist... Die zu verlieren wäre jetzt bitter. Ja, der hält ein bisschen was aus. Aber es geht schon, ja. So, irgendwas schießt er mit. So, hier muss man auf jeden Fall durch. Ja, sagte ich gerade noch, ich werde behutsam vorgehen. Ja, die Bogenschützen treffen mich nicht, wenn ich in Bewegung bleibe. Gehe ich gleich weiter. So, hier kommt normalerweise von da oben. Ja, so ein riesiges Skelett runter. Ja, wie vorher schon gemerkt, zwei Schläge, dann sind sie gestunt, vier sind sie tot. So, hier liegt ein Ring. Den brauchen wir noch, ja. So. Hier ist eine Wand, wo wir rein können. Den Weg sollten sich die Leute merken, die die Platin brauchen. Hier ist nämlich ein Wunder versteckt. Doch ein Pyromant, ja. Aber das Wunder ist grundsätzlich mal das Wichtige hier. Ja, also hier hoch. Schön gemütlich. Lalalala, so. Hier oben ist dann eh nichts mehr, was ich so weiß. Da sind noch so Spitzen. So, und hier liegt ein Wunder, ja. Friedliche Spaziergang. So, da fällt man wieder runter. Also, ich werde da jetzt wieder runterklettern. Oder besser gesagt, runterrutschen. Ja, so, einmal nach unten. So, und jetzt kann man im Prinzip hier raus, ja. Macht man den Weg dann nicht nochmal laufen und so mit den Skeletten und so weiter. So, und hier jetzt vorsichtig. Hier sind ein Haufen so Totenköpfe und ja. Ja. So, die werden jetzt nochmal... Ja, sie sind nochmal getroffen worden. Wunderbar. Ich laufe mal weiter, weil es die... Ja, der ist eh runtergefallen. Die bauen sich wieder zusammen, weil nämlich der... Weil nämlich noch der Dings lebt. Oh, auch runtergefallen. Es lebt noch der... wie heißt er denn? Na, der... wie heißt der? Scheiße, verdammt! Wie heißt der denn nochmal schnell? Der Nekromant? Ja, richtig. So, der Nekromant lebt noch. Und ja, das brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Okay. Ja, der wird ein bisschen lustig. Ich werde es mit dem probieren. Vielleicht funktioniert es ja. Er ist nicht... Also, er sieht versteinert aus. Er ist auch versteinert, aber bis zu einem gewissen Grad zum Hingehen wieder lebendig. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Ich mach's lieber, wie gesagt. Ich mach's behutsam, wie man gerade sieht. Er soll anfangen, seine Zauber zu casten. Ja, da wurde er gestunt, auch schön. Und gleich nochmal. Ja, dauert so. Ja, doch ein wenig. Aber. Ja, soll er zurückrutschen? Das ist nicht mein Problem. Jetzt kommt er wieder her. So, ja, jetzt wollte er wahrscheinlich schon wieder springen. Ja, so geht er ziemlich leicht. Mit ein bisschen Zaubern geht alles leichter. Hier liegt, ich glaube, ein Gewand oder so. Nein, Auge des Todes liegen hier drei. Die braucht man noch.
Hier gibt es irgendwann ein Eid. Hier gibt es ein Eid des Grabeswächters. Kann man zu Nito. Also zu dem Boss von diesem Level. Ja. Wir gehen jetzt mal hier runter. Oder. Ja, da unten ist noch ein Pyromant. Den will ich noch töten. Also ich gehe hier alleine runter. Oder wisst ihr was? Nee, ich gehe da nicht alleine runter. Und zwar, ich gehe einen anderen Weg. Ich glaube, der ist auch ziemlich praktisch. Ich scheiße auf den Pyromanten da unten, ja. Also den Nekromant. Pyromant ist ja nicht so schlimm. Ich gehe zum Bonfire. Ja. Heißt ja, ich gehe zum Bonfire. Ich port mich zum Bonfire. Nutzen, ja. Ich gehe zum Schmied. Ich gehe jetzt zum Schmied, bevor ich noch weiter runtergehe. Gehe ich einfach zum Schmied, ja, jetzt sind die Skelette wieder da, bla bla bla, ist egal, die Nekromanten kommen nicht mehr, die Skelette kann man jetzt mit einer starken Waffe töten. Wo es mir gerade kommt, ja, Blitzspeer rein. Wenn ich schon sag. Kann man sie gleich mit einer starken Waffe töten. So, wenn er das macht, will er uns parieren. Ja. So. Backstep, tot. Also ob ich jetzt mit der Waffe kämpfe oder eigentlich mit dem Leito, ist ziemlich egal. Das sind 3 Schläge, beim anderen ja sind es 4 oder so. Wir müssen da jetzt runter, da unten liegt unsere Leiche, ja. So, einmal hier auf den Vorsprung. Auf den hier. Grüne Scherbe einsacken. Dann kam man eigentlich schon hier runter. Oh, meine Leiche liegt hier gar nicht. Ja, meine Leiche liegt nirgends. Gehen jetzt einfach hier runter. Und viel Spaß bei der Sequenz. Ja, also ich finde die Stelle einfach wahnsinnig geil. Eine der geilsten Stellen überhaupt. Okay, ja, meine Seelen liegen nicht hier. Vielleicht sollte ich mich mal auslocken. Vielleicht spawnen sie dann irgendwo. Ja, gehen wir jetzt mal zu dem. Ja, wir können eine Waffe umwandeln, und zwar unsere Shikatana auf ein Feuer upgraden, ja. Also ich mache da jetzt ein Feuer draus. Nein, das wollen wir nicht. Waffe verstärken, können wir gleich mal verstärken. Ich meine, ich bekomme dann nachher noch eine bessere Feuerwaffe, zumindest für den Teil, ja, bekomme ich eine bessere Feuerwaffe. Eigentlich sollte es hier irgendwo sein, ja. Na, so. So, ja, das macht schon ordentlich Schaden. So, weg ist es. Das war's. Mehr kann man bei dem hier, ja, große Scherbe. Also, es zu reparieren können wir hier machen. Blitzspeer brauchten wir gerade. Ja. Okay. Ich gehe da. Ja, ich gehe da jetzt raus, aber ich werde jetzt. Ja, ich lege mir jetzt das Ushigatana darauf. Das hat jetzt absolut keine Werte mehr.
Also keine... ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, okay. Ja, das Ushi Katana hat jetzt überhaupt keine... keine Bonus mehr auf irgendein Attribut. Ich werde das mal nehmen, mal schauen, wie es jetzt, hier alles so funktioniert. Hier sind nämlich ein Haufen Scheiß-Skelette, ja. Die kommen hierher. Und es sieht echt bescheiden, ja. Ja, 200, nicht so schlimm, ganz okay. Ich habe hier eine Taktik, ja. Ich habe eine Taktik, wie ich die besiege, ja. Zwar nicht so, aber es gibt eine Taktik, wie man die besiegen kann. Die funktioniert aber beim... Die funktioniert aber nur gut bei einem, meiner Meinung nach. Also, wenn man mehr wie eins hat, ist das Ganze hier schon ein bisschen schwieriger. Ja, jetzt wird es dann ein bisschen tricky, weil jetzt kommen alle. Gehe ich einfach hier runter. Stell mich hier in die Wand, vielleicht läuft er da gegen die Wand. So, der ist auch tot. Okay, dann nur noch einer, oder? Also ein bisschen Schaden machen sie, aber... Ist das nicht so tragisch? So, tot. So. Eine göttliche Waffe rein. Okay, da ist ein Ritter, den werden wir noch anders töten. Und der Blitzbär nämlich. Ja, oder so, ein bisschen. Komm da runter. Ja, der ist ein bisschen heftig, wenn er einen trifft mit seiner Axt. Wenn man ein Stärkebild hat, ist die Axt sehr, sehr gut. Ja, also sehr zu empfehlen, die Axt. Ja, wir haben sie. Ich brauche sie aber bei dem. Bei dem Job brauche ich sie nicht, beim anderen hätte ich sie gebraucht, ja. Also, was gibt's da? Was kann die? Ja, schwarze Großaxt. Abgesehen, dass sie sau schwer ist, ja. Sie hat 36 Werte gebraucht, aber sie hat ein B auf Stärke. Und wenn man sie upgradet, glaube ich sogar ein A, ja. Mit viel Glück, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich. So, wir nehmen wieder so Blitzer. Also, so. Der Ether. Oh ja, wunderbar. Schädellaterne, na, wunderbar. Wollten wir gar nicht. So. Jetzt holen wir uns dann. Da oben ist normalerweise immer ein Skelett, das runter will. Aber heute anscheinend nicht. Jetzt gehen wir hier hoch. Vom Schmied haben wir alles, was wir haben wollen. Ja, das sind normalerweise die zwei Skelette. Ich schaue meistens immer noch, also hier, hier da war der Ritter, ja, da liegt ein Item, drüben liegen auch noch meine Items, die werden wir uns dann wahrscheinlich gleich holen, aber jetzt einmal, gehen wir hoch zum Bonfire, wo meine Seele hin ist, ja, kann ich nicht sagen, ich habe absolut keine Ahnung mehr, vielleicht finden wir sie nochmal irgendwo, aber... Ich glaube ja nicht.